des lange verschollenen Jupitermonds? Wie kann man denn einen Mond verlieren? Ich meine, der kreist ja in der Regel immer um so einen Planeten drumherum. Ah, ja damit. Diesmal lasse ich das nicht liegen. Hm? Was soll denn? Isolierungsraum, kein Zugang. Das war übrigens jetzt gerade, diese komischen Rambock-Viecher sind ja neu. Die gab es im ersten Teil nie. Was ich grundsätzlich jetzt nicht schlecht fand, möchte ich dazu sagen. So was steht denn hier? Achtung, bitte verhalten Sie sich still, wenn Sie die kirchlichen Bestattungsrituale beobachten. Blitzlichter und Schlammen sind innerhalb der Kirche nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Moment, hier ist doch... Genau, jetzt kommen wir erstmal zum Shop und den nächsten Anzug holen. Das macht... Ah! Das macht nämlich Sinn. Deswegen können wir hier hin und her rennen. So, und jetzt den neuen Anzug. Und die sehen hier so viel besser aus. Sicherheitsanzug. Und den kaufen wir uns für... Oh, der sieht ja hier schon fies aus. Sieht aus, als ob der... mich auslacht. Ah, hier haben wir einen Waffenbonus. Impulsgewehr erhält einen 5% Bonus auf Schaden. Nech. Kauf garantiert mindestens 15 Inventarslots, 10% Panzerung. Dein Rig behält das höchste Upgrade für Panzerung und Inventar. Also wenn ich eine bessere hätte. Habe ich aber nicht. Hopp. Let's ride. Eins muss man einmal sagen, die Anzüge sehen also sowieso wesentlich besser aus. Und, wie komme ich jetzt hier rüber? Nein, ich will nichts kaufen. Achso. Und die Animation beim Anlegen ist natürlich auch um einiges geiler. Ja, da kommt Isaac schon so ein bisschen, locker lässig rüber. Und ja, da kann man nichts sagen, oder? Das sieht doch... Jetzt sehen wir mal richtig gefährlich aus. So, und jetzt wird hier erstmal geupgradet. So. Ach, mir fällt das gerade auf, das Chinesen-Modul kann man ja gar nicht mehr. Ah ja. Ja gut, haben sie vielleicht gemerkt im ersten Teil, dass da wahrscheinlich niemand irgendwas in Chinese reingesteckt hat. Luft. Ach, Luft. Wir brauchen schon Luft. Plasma, was? Wie? Nee, nicht Stase. Plasma-Cutter. Unser Plasma-Cutter. Wir können wie viel? Wir können 2 Knoten erübrigen. Kapazität, Nachladen, Schaden. Kapschaden. Ich frage mich, wir können uns eigentlich jetzt schon hier davor arbeiten, oder? Das müsste doch das Special. Nee, Moment, wie war das? So, nachladen. Der lädt jetzt mal ein bisschen schneller nach. 1, 2, 3. Wenn ich mir noch... Nee. Wenn ich mir noch quasi 3 Knöterchen kaufe. 1, 2, 3. Ich muss mir deswegen... Nee, ich bräuchte noch 2 Knoten. Noch 20.000 und dann hätte ich noch ein... Ah, wir warten da nochmal so ein bisschen. Um Harpunengewehr kümmern wir uns später. Ich will erstmal das Special beim Plasma-Cutter haben. Nämlich, dass das zündet. Dass der Plasma-Cutter zündet, die Gegner in Brand steckt und wir speichern hier an dieser Stelle noch einmal. Sind wir schon in Kapitel 4? Speichern wir hier auch. So. Und jetzt greifen wir hier mal richtig an. Hier geht's lang. Ja. Ach. Die Leichen jener zu ehren, die das Glück hatten, vor uns abberufen zu werden.
die, die das Glück hatten, vor uns abberufen zu werden. Kurz. Flupp. So, für diese kleinen Scheißer. Ein bisschen übertrieben vielleicht, zugegeben, aber ne? Also für diese kleinen Scheißer sind die Harpunen, diese Elektroschock auf jeden Fall nicht schlecht. Und es kommt schon stylisch, wie hier die Viecher wegfliegen. Kann man nicht anders sagen. Und vor allen Dingen, wie die hier an der Wand hängen bleiben. Hopp! Was haben wir denn da? Ein Stase-Paket. Ja, drücken Sie C, wenn Stase niedrig ist. Ich weiß. Ich will aber nicht. Hau ab! Ich will jetzt die C drücken. Stase ist nicht niedrig. Also. Und der Tod ist ein Segen. Hast du gedacht, wa? Ein Herrn Seemann hier so erschrecken wollen. Heber. Was macht denn mein Stasepack da rum? Ich hab da jetzt gar nicht Stase gedrückt. Warum macht das denn? Oh, okay. Hä? Stase-Anzeige hat irgendwie eine Wacke. Kann das sein? Oh, ich muss mal wieder mehr den Plasma-Cutter benutzen und den sowieso nachladen. Oh ja, jetzt geht's schön schnell. Liegt da was? So ein Stab. Ah, den nehmen wir mit. Alles Leben von Marker kommt. Wo sind wir? Hier nehmen wir mal den großen Fingernagel mit. Jetzt geht's runter in die Dingskammer. Das ist, passt das nicht? Jetzt ist das einfach hier durchgefallen und liegt noch unten. Naja, was soll's. Muss man so irgendwie klarkommen. So, wir sind jetzt hier im Bestattungsraum. Also noch sind wir im Fahrstuhl, aber gleich gehen wir in den Bestattungsraum und das kann einfach gar nicht. Das kann gar nicht gut ausgehen. Schon auf eine Idee, uns einen Weg rauszusuchen, der durch die Bestattungsanlage führt. Ach, jetzt weiß ich, warum das Straßending. Ich habe ja vorhin Straßen benutzt, deswegen ist es, der durch die Bestattungsteile läuft. Das ist, naja. Ist ja eine Frau, die unsere Route macht. Die hat sich bestimmt vernavigiert. Wahrscheinlich liegt es da dran. Na, überstreichen wir das hier auch gleich nochmal. Ja. Hopp, hopp, hopp. Weil das ist doch echt nicht feierlich. Oh, die ist schon ganz gut. Die ist so ganz frostig, die Tür. Und hier haben wir nämlich, so wie es aussieht, sind das weiter Stase, lauter Stasekammern. Oh Gott. Mal sehen, wie lange es dauert, bis mich hier das erste anspringt. Damit könnte ich es wenigstens zurück werfen. Ja, Harpunenspitze, das ist gut. Wenn die direkt vor mir rausgesegelt kommen, könnte ich damit mit dem Zeug die wenigstens so ein bisschen auf Abstand bringen. Was ja nicht verkehrt ist.
Weil die springen bestimmt direkt vor oder hinter mir oder nach mir. Ach Gott, wer ist jetzt auch noch neben? Ja, hier, genau. Sowas ist. Das passiert ja nie aus Langeweile. Ja! Alter! Oh Gott! Das ist ja hier nicht schon gruselig genug. Ich meine, der Effekt ist super, aber... Ich will zu meiner Mami. Oh, ich höre hier auch irgendwas krabbeln. Gibt's hier eigentlich vielleicht auch einen Zickzackweg, wo gar nichts rauskommt? Das wäre auch cool. Ah, ich sag mal lieber. Oder ob es vielleicht auch was bringt, hier einfach nur ganz schnell durchzubleiben, so zu schreien wie Mädchen und zu sagen, ich will hier weg. Bin ein wenig angespannt. Hier wird nicht mehr... Oh, ich höre Eis knacken. Wasser in so Stase kann man nie. Gutes Zeichen. Oh, hier krabbelt irgendwo was rum. Oh Gott, 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 Gott. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ihr die Folge guckt. Wie ist das für euch als Zuschauer? Also ich persönlich habe hier immer entweder mitgefiebert, wenn ich Let's Plays gucke, wo es auch so gerade ein bisschen spannend ist, entweder bin selber mit erschrocken oder habe mich gefreut, boah, der springt hier bestimmt gleich vom Sessel. Wenn man dann selber der ist, der spielt, ist das überhaupt immer gar nicht mehr so lustig. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das hier erlebt. Bis jetzt ist ja auch eher nur der Nervenkitzel, dass was passieren könnte. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht ist der Weg, wo diese Kästen angezeigt werden. Achso, der wird auf beiden Seiten angezeigt, so ein Scheiß. Vielleicht, ah, Verlockung, Kiste, hinrennen und dann springt hier irgendwo was raus. Ich habe zwischen den einzelnen Kammern auch bis jetzt noch keinen Unterschied gesehen. Das wäre ja auch doof, wenn die das machen würden. So ein Riesenfall. Achtung, hier kommt ein Monster raus. Boah. Nö, komm jetzt! Oh, Alter. Ich bin hier gerade... Oh, nee. Das ist kein Schalt. Ich bin gerade so zusammengezuckt und dermaßen erschrocken. Ich meine, diese Erschreck-Sachen, die haben ja auch immer irgendwas mit Timing zu tun und allem, aber... Boah, leck. Ich sollte mir mal ein Pulsmesser ummachen beim Spiel. Das wäre mal, glaube ich, ganz interessant. So Bibi... Nee, oder noch besser, den oben ein... Das wäre doch mal eine coole Sache. Bei solchen Spielen oben irgendwie das hinkriegen, dass der... Dass der Puls vom Spieler, vom Let's Player mit angezeigt wird. Das wäre ja mal eine geile Sache, oder? Ja, dass man so sieht, ja, gegen 200. Man könnte schon mal einen Notarzt anrufen. Ja, auch wenn es dann natürlich, wenn es ausgestrahlt wird, oder zu spät ist. Oh, ja, hier kann ich Munition sparen. Oh! Kommen die einfach so raus.